Sehr früh am Morgen verlasse ich Pano, Platres und die Berglandschaft des südlichen Troders. Ich möchte heute den 1951 Meter hohen Olympos überqueren und in den schroffen nördlichen Tälern des Bergmassivs noch zwei von der UNESCO als Kulturerbe eingestufte byzantinische Kirchen besuchen. Für Geologen ist Zypern ein einzigartiges Studienobjekt. Vor 70 Millionen Jahren riss die Erdkruste unter einem Urmeer. Auf dem Meeresgrund bildeten sich Gebirge und magmaspeiende Vulkane. Teile der alten Erdkruste wurden abgetragen und mit dem Magma nach oben geschleudert. Das Ergussgestein im Gipfelbereich des Olympus liefert Geologen wertvolle Erkenntnisse über den Aufbau der ozeanischen Kruste. Tektonische Urkräfte, Erosion, Wind und Regen schufen das felsige Fundament für die auf einem der beiden Olympus-Gipfel schwebende Radarkugel der britischen Luftwaffe. Das für die Natur nur schwer zu erobernde, von Asche durchsetzte Geröll erinnert mich an die Kaldera eines erloschenen Vulkans. In einem stillen Seitental, etwa 5 Kilometer außerhalb des Dorfes Kakopetria, hat die ehemals zu einem Kloster des 11. Jahrhunderts gehörende Scheunendachkirche Aios Nikolaios Tis Stegis mehr als 1000 Jahre Zeitgeschehen überdauert. Dieser Kirchenraum ist einer der ältesten Zyperns. Die Darstellungsform der Fresken ist typisch byzantinisch. Die 40 Märtyrer von Sebaste stehen frierend, nur mit Unterwäsche bekleidet, auf einem zugefrorenen See. Sie sollen sich vom Christentum abwenden. Wenn sie es tun, erwarten sie wärmendes Feuer und ein heißes Bad. Einer ist zusammengebrochen. Der Einzug in Jerusalem. Jesus sitzt seitwärts auf dem Esel. Jesus im Totenreich, er zieht Abraham aus seinem Sarg empor. Ich bin sehr angetan vom rustikalen, plakativen Malstil. Die stillende Maria ist in dieser frühen Form einmalig. Sie gehört zum Schönsten und Urtümlichsten, was uns die byzantinische Kunst noch heute vermittelt. In der Nische steht der Schutzpatron dieser alten Kirche, der heilige Nikolaus. Er trägt ein feines weißes Priestergewand. Die rechte Hand ist segnend leicht erhoben, in der linken hält er die Bibel. Sein Blick ist ernst und streng. Die Kirche des heiligen Nikolaus wirkt an diesem von einem plätschernden Bach gesäumten Ort deplatziert, weil die sie einst umgebenden Klostergebäude dem Steinraub zum Opfer gefallen sind. Das Haus des Herrn blieb aus Respekt vor den zwischen den mächtigen Mauern wohnenden Heiligen unangetastet. Er steht heute unter dem Schutz der UNESCO.